In einer meiner vierten Klassen, die ich in Deutsch unterrichte, habe ich ein Stempelsystem eingeführt, eigentlich für das Klassenverhalten, habe ich einen Klassenvertrag aufgesetzt. Und das bewirkt, obwohl das gar nichts mit der Hausübung zu tun hat, eigentlich bewirkt das bei einem meiner Schüler, dass er sagt, Frau Hanusch, so oft wie bei Ihnen habe ich noch nie die Hausübung gemacht. Die größte Veränderung, die ich bisher beobachten konnte bei den Schülern, ist, dass sie es als positiv wahrnehmen, dass sie mehrere Sprachen sprechen, weil ich sehr wertschätzend damit umgehe, dass sie auch Sprachen wie Türkisch oder Kroatisch sprechen. Die meisten haben das Bild, dass nur Sprachen wie Französisch und Englisch, die gerade auch an den AHS unterrichtet werden, einen großen Wert haben. Mir ist es wichtig, dass die Schüler wissen, dass sie einen großen Schatz haben, wenn sie mehrere Sprachen sprechen. Und ich möchte das in meinem Englisch- und Deutschunterricht auch so weiter vermitteln. Ich habe im Musikunterricht, um die Schülerinnen zu begeistern, haben wir Bands gegründet. Und diese Bands werden am Ende des Jahres ein Konzert alle gemeinsam veranstalten und Lieder singen, die sie selber geschrieben haben. Und seitdem wir das eingeführt haben, kommen die Schüler die ganze Zeit in den Pausen zu mir und sagen, wir haben diesen Bandnamen, wir haben diesen Bandnamen, wir haben schon ein Lied geschrieben, heute waren wir alle zu Hause und haben schon an unserer Band weitergearbeitet. Und das zu hören, war für mich wirklich sehr motivierend. Also das beste Erlebnis bisher oder die besten Erlebnisse sind eigentlich immer, wenn ich in die Klasse hineinkomme und die Kinder sich schon freuen, wenn ich in die Klasse komme und sagen so, ja, yeah, Corinna ist da. Und ganz toll ist es natürlich auch, wenn genau die Kinder mitarbeiten, die gerade am Anfang in den ersten Wochen es nicht blockiert haben und nicht mitarbeiten wollten und die es nicht schwer zu motivieren waren und jetzt mittlerweile als erste mal aufzeigen, wenn ich eine Frage stelle und die ganz aktiv dabei sind. Ich habe mit den Kindern eine Art Vorstell-Kennenlernrunde gemacht und da wollte ich Sachen wissen wie Name, woher komme ich, woher sind meine Wurzeln, wie viele Sprachen spreche ich und was will ich werden. Und mein Fokus war, was will ich werden. Und die Kinder haben mir einen Berufswunsch genannt und da habe ich mit jedem Kind einzeln definiert, was brauche ich zum Beispiel, welchen Abschluss brauche ich, welche Schulform muss ich besuchen, um ein Architekt zu werden. Und jetzt fragen mich die Kinder so am Gang, ja, Frau Yücel, wenn ich Lehrer werden will, brauche ich eine Matura, was brauche ich, um Dolmetscher zu werden? Also, dass sich jetzt die Kinder bewusst sind, dass ein Schulabschluss wichtig ist und dass sie sich auch Gedanken machen, welches Ziel sie erreichen wollen und wie sie das Ziel erreichen wollen.